Wir würden die Basis zeigen von der Zubereitung von einem Cold Brew. Dazu verwenden wir einen Mountain Kenya, der Aromen drin hat von Johannisbeer, leichte Limette, Karamellnote. Jetzt brauche ich hier 16 Gramm Kaffeebohnen. Das ist so ein Basisrezept. Und gehen nachher hier ins Wasser rein. Dann mit dem Löffel ein bisschen zerrühren und dann ca. 8 bis 12 Stunden draußen stehen lassen. Jetzt würden wir den Cold Brew nehmen und dann jetzt eigentlich durch den Filter durch. Und würden mit dem als Basisprodukt mit den Getränken anfangen.